Unsere Erzdiözese München und Freising feiert heute ihr Hochfest, nämlich ihren Heiligen, den heiligen Korbinian. Bei unseren Breitengraden der Robertigau heißt, da ist der heilige Korbinian eher unbekannt. Aber ich finde ihn einen sehr liebenswürdigen Heiligen, der aber auch seine ganz großen Ecken und Kanten gehabt hat. Dieser heilige Korbinian, er ist eigentlich aus der Nähe von Paris. Hat im 8. Jahrhundert gelebt und er ging immer wieder Wallfahrten nach Rom, und bei einem Besuch in Rom, da weihte ihn der Papst zum Wanderbischof. Er war schon vorher Priester und so wanderte er, was damals gang und gäbe war, durch die Umgebung, um zu missionieren. Und auf dem Weg durch die Alpen in Südtirol, da wurde er vom bayerischen Herzog aufgehalten und der verschleppte ihn einfach an seinen Herzogshof nach Freising, weil es gerade modern war, dass jeder Herzog seinen eigenen Bischof hatte. Aber das ging ganz schön schief mit dem Herzog und mit dem heiligen Korbinian. Denn die Frau des Herzogs, die war alles andere wie eine gute Christin, und die war ständig im Clinch mit dem Korbinian, sodass der Korbinian einfach ausgezogen ist und gründete das nahegelegene Kloster Weihenstephan, wo wir heute noch die Milch kaufen können. Der Korbinian, er war weiterhin der Herzogin ein Dorn im Auge, und so ging Korbinian auch wieder zurück nach Mais in Südtirol, wo er dann auch später, obwohl er wieder zurückgekehrt ist, sein Grab gefunden hat. Und das Schöne, ich war ja mal in seinem Grab in der Nähe von Meran, und das ist ja jetzt leer, weil seine Gebeine in Freising sind, und an dem Grab steht dort: hier ruhte der heilige Korbinian. Er wird mit dem Bären dargestellt, weil er als einziger es schaffte, die Bayern zu bezwingen. Das finde ich ganz nett. Und hier droben sehen wir den heiligen Korbinian mit dem Bären. Das geht aber auf eine Legende zurück. Ein Bär riss das Reittier oder das Lasttier des heiligen Korbinians bei der Überquerung der Alpen. Und daraufhin soll der Bischof so zornig gewesen sein, dass er den Bären so gezüchtigt hat, dass er ihm fortan seine Lasten trug. Da sieht man einen kleinen Bären nur hinten, also dem war leicht herzukommen. Aber es ist schön, dass unsere Stiftskirche eine Figur unseres Bistumspatrons hat. Was mir auch ganz gut gefällt, das ist das Tagesgebet von diesem Heiligen. Nämlich in diesem Tagesgebet, das bei der Messe und auch beim Stundengebet immer wieder gesprochen wird, da ist die Bitte an Gott formuliert: Herr unser Gott, gib uns Liebe in der Gerechtigkeit und Gerechtigkeit in der Liebe. Aber vorher heißt es noch in diesem Tagesgebet: Herr, du hast dem heiligen Korbinian die Stirn hart gemacht gegenüber den Sünden der Großen, aber sein Herz weit gegenüber den Armen. Dieses Tagesgebet finde ich wunderschön, und es ist wirklich gut, wenn wir dies auch ab und zu beten. Jetzt aber wollen wir an diesem Hochfest auch zum Herrn rufen, denn der heilige Bischof Korbinian, er war Missionar. Er wollte den Glauben an Christus verkünden. Und so beten wir zum Herrn. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch und alle, für die wir mit einschließen in diesen Segen, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jahrelang bin ich immer an
dem Samstag nach dem Fest des heiligen Korbinian nach Freising gefahren zum Hochamt und nachmittags war Reliquienprozession mit den Gebeinen des Heiligen durch den Dom. Als Diakon durfte ich auch einmal diesen Schrein mittragen. Und dabei werden alle Kinder, die anwesend sind, gesegnet, und zwar von unserem Bischof. Und da bin ich auch immer mit vielen Kindern hingefahren. Und was mir besonders gefallen hat immer, das war, wenn mit Pauken und Trompeten der Hymnus des heiligen Korbinian gesungen und gespielt wurde. Und diesen Hymnus will ich heute an den Schluss stellen. Deiner hohen Herrlichkeit lasst den Preis uns singen. Großer Bischof St. Korbinian, sieh das Land, das dir geweiht, überströmt in Freudenweit. Nimm sein Loblied an. Steh den Priestern bei, die Gott und sein Heil uns künden. Hoher Priester St. Korbinian, dass sie Jesu Wort und Brot reichen aller Menschen Not, für sie gnädig an. Sei uns hilfreich zugewandt und erhalt in uns die Liebe, guter Vater St. Korbinian. Knüpfe neu der Einheit Band, bitt um Frieden für das Land, heilger Gottesmann. Und entfach des Glaubens Kraft in den jungen Herzen, großer Führer St. Korbinian. Löse uns aus des bösen Haft, gib uns Mut zur Zeugenschaft, zünd den Geist uns an. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis morgen, für dich gut.